Hallo, mein Name ist Philipp Miche. Ich bin Produktmanager bei Endres & Hauser. Ich darf euch heute den weltweit ersten cloudbasierten 80 GHz Radarsensor auf dem Markt vorstellen, den Mikropilot FWR30. Beim Öffnen der Verpackung findet ihr neben dem Sensor auch eine Kurzanleitung für die Inbetriebnahme sowie eine optionale Montagehalterung. Der Mikropilot FWR30 lässt sich in wenigen Schritten montieren. Solltet ihr lieber eine andere Montagelösung bevorzugen, so lässt der Sensor selbstverständlich auch weitere Möglichkeiten zu. Die Inbetriebnahme des Mikropilot FWR30 erfolgt über die Nutillion Value Web Applikation oder SupplyCare Hosting. Um ein Gerät in eurem Account zu registrieren, müsst ihr ein Asset anlegen. Zum Verknüpfen des Sensors scannt ihr einfach den QR-Code des Geräts. Alternativ könnt ihr auch die Seriennummer im entsprechenden Feld eingeben. Mit Eingabe der Mess- und Übertragungsfrequenz könnt ihr einstellen, wie oft ihr messen und die Werte empfangen wollt. Anschließend benennt ihr die Messstelle mit einem Tag. Mit der Einstellung des Voll- und Leerbereichs ist der FWR30 in kürzester Zeit einsatzbereit. Zusätzlich könnt ihr noch Angaben zur Zugänglichkeit der Messstelle machen. Um die Konfiguration abzuschließen, müsst ihr im letzten Schritt die Taste am Gerät gedrückt halten, bis die grüne LED aufleuchtet. Damit ist die Inbetriebnahme abgeschlossen und das Gerät lässt sich in einem einfachen Klick befestigen. Mit dem Mikropilot FWR30 ist es einfacher als je zuvor, eine Messstelle mit einem Radarsensor auszustatten. Ganz egal, ob es sich hierbei um eine mobile oder entlegene Applikation handelt. Darüber hinaus liefert der Mikropilot FWR30 euch einen zuverlässigen Messwert und gibt euch den Status eurer Messstelle. Und das von überall und jederzeit. Mit unseren digitalen Services habt ihr viele Möglichkeiten, eure Messstelle mit den Funktionen auszustatten, die ihr auch wirklich braucht.